Hallo, hier ist Viktor Baranowski und heute gehe ich auf die drei häufigsten Ursachen ein, weshalb viele Menschen nicht tiefer kniebeugen können. Zuallererst, eine tiefe Kniebeuge erfordert, dass man ausreichend beweglich im Sprunggelenk, im Hüftgelenk ist und die Brustwirbelsäule durchstrecken kann, das Brustbein nach vorne schieben kann. Arbeiten wir uns mal von unten nach oben vor und fangen am Sprunggelenk an. Zuallererst, Sprunggelenkbeweglichkeit ist erforderlich, damit ihr beim Tiefergehen die Knie langsam nach vorne schieben könnt. Wenn ihr das nicht könnt und hier eine Steifigkeit, Unbeweglichkeit habt, hört ihr meistens schon in diesem Bereich auf und kommt nicht tiefer, weil ihr einfach zu steif vorne seid. Eure Knie können nicht nach vorne gehen, was notwendig ist, um die Hüfte unter das Knieniveau weiter runter sinken zu lassen. Bewegungslimitation Nummer 2. Mangelnde Hüftbeugebeweglichkeit, Hüftbeugeaktivierung. Und zwar sieht das dann meistens so aus, dass ihr euch hier nicht beugen könnt, der Rücken, vornehmlich hier im unteren Bereich, immer runder wird und ihr dann so ein sitzendes Bild abliefert von der Kniebeuge. Wird halt hauptsächlich dadurch limitiert, dass euch droht, nach hinten überzufallen und das Gleichgewicht zu verlieren. Wenn ihr stattdessen in der Lage seid, die Hüfte zu beugen, kommt ihr über diesen Punkt hinweg. Limitation Nummer 3, mangelnde Streckerfähigkeit in der Brustwirbelsäule. Das Bild, Fehlerbild, sieht so ähnlich aus wie bei der mangelnden Hüftbeweglichkeit. Und zwar wird der Rücken rund. Hier ist allerdings vornehmlich im Brustabschnitt. Ihr liefert wieder so ein sitzendes Bild ab und droht nach hinten überzufallen. Stattdessen Brustwirbelsäule rausstrecken und dann kommt ihr meistens schon etwas tiefer runter. Das waren die drei häufigsten Ursachen, weshalb viele Menschen nicht tiefer kniebeugen können. Und in der nächsten Episode zeige ich euch dann die drei besten Übungen, für jeden Bereich eine Übung, wie ihr diese Limitationen adressieren könnt. Bis zum nächsten Mal.